Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Resident Evil 8 Maiden Demo. Exklusiv für die PlayStation 5. Und ja, dadurch, dass ich ja die PlayStation 5 jetzt besitze, habe ich mir gedacht, schauen wir uns diese Exklusiv-Demo etwas genauer an. Wir sollen aus dem Gewölbe entkommen. Okay, hier kommen wir nicht raus. Was ist das denn alles hier? Vergammeltes, verrottetes Brot. Und hier hinten habe ich schon einen Zettel gesehen. Untersuchen. Ein Stück Papier. Objekte ansehen. Ein vergilbtes Stück Papier, das in einer Wand versteckt war. Scheint eine Nachricht zu sein. Okay, untersuchen. An jene, die nach einem Ausweg von hier suchen. Ich hoffe, diese Notiz wird dir helfen. Du kennst mich nicht, aber wenn du überleben willst, musst du mir vertrauen. Zunächst musst du aus dieser Zelle entkommen. Sieh dich um, wenn nötig, auf allen Vieren, um ein Schlupfloch zu finden. Dann such nach dem Objekt, das dir zum Ausbruch verhelfen wird. Es ist an einem Ort versteckt, an dem es sich nie erwarten würde und über mit Blut besudelt. Sobald du das Gewölbe hinter dir lässt, findest du dich in einem Raum wieder. Die Tür dort führt nicht in die Freiheit. Das Licht wird dir den richtigen Weg weisen. Solltest du in eine Sackgasse geraten, gib nicht auf. Irgendwo gibt es einen versteckten Weg. Wenn du erstmal die Leiter erreicht hast, hast du es so gut wie geschafft. Aber pass auf, dass sie dich nicht sehen. Ich werde heute Nacht von hier fliehen und ich bete, dass auch du es hier lebendig rausschaffst. Okay, wir haben ein Stück Papier. Wir sollen auf allen Vieren kriechen. Okay, in dem Klo ist nichts. Ah. Guckt mal, wir haben hier einen Ausgang gefunden. Das ist so widerlich. Hier sind schon überall Würmer drin. Ich spiele, wie gesagt, mit dem PS5-Controller und eigentlich spiele ich lieber gerne mit Maus und Tastatur. Aber da diese Demo ja exklusiv ist, bleibt mir nichts anderes übrig. Oh mein Gott, Foltergegenstände, wo sind wir hier hingeraten? Okay, was ist das hier? Untersuchen. Lebenserhalte Medikamente für Vieh. Mhm. Äpfel, Schalen. Oh, hier dahinter will ich lieber nicht gucken. Ich soll ja auch aus dem Kerker hier entkommen, ne? Da komme ich nicht rein. Ich brauche irgend sowas wie einen Bolzenschneider, oder? Da war eine Ratte. Habt ihr die gesehen? Oh mein Gott, ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung so zurechtkommen, ne? Ah, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich hoffe doch, dass wir hier... die Frau sieht nicht mehr lebendig aus. Was ist das? Help me, Bruder. Hilf mir, Bruder. Oh mein Gott. Da brauchen wir auch sowas wie einen Bolzenschneider. Na, hier ist auch nichts drin. Auf jeden Fall ziemlich viel Foltergegenstände hier. Und hier durch die Tür soll ich wahrscheinlich raus. Da muss ich aber erstmal schauen, ob ich hier irgendwas... finde. Wo kriege ich denn jetzt aber hier einen Bolzenschneider her? Hä? Lag die vorhin auch schon so da? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Na gut, wir haben zumindest... Also ducke ich mich, den Bolzenschneider bekommen. Und können jetzt erstmal hier rein. So, Bolzenschneider benutzen. Oh mein Gott, da fehlt einiges schon. Uhuhu. Okay, du siehst nicht so gut aus. Hier hinten hat man, glaube ich, noch eine Tür.
Boah. Lass mich veräppeln. Okay. Nochmal Bolzenschneider benutzen. Ich weiß nur nicht, wie lange die Demo geht. Mhm. Hier ist Blut. Hat er nicht gesagt, im Blut ist irgendwo der Weg in die Freiheit oder irgend sowas? Okay, wir haben ein Dings gefunden. So, hier hinten war ich, glaube ich, schon mal drinne. Da bin ich ja hergekommen. Okay, wir haben einen Dietrich. Mit dem Dietrich vermute ich mal ganz stark. Eieieiei. Was sind das für Geräusche hier? Wir benutzen ja einfach mal den Dietrich. Boah, das ist so widerlich. Und ich soll dem Licht folgen. Okay. Wir sind in einem alten Weinkeller. Erinnert mich irgendwie so an, tja, wo sind wir denn hier? Lust for Darkness, ne? Da waren wir doch, glaube ich, auch in so einem Keller. Oh, shit. Hier ist jemand drinne im Fass. Guckt euch das doch mal an. Boah, scheiße. Was ist das? Das riecht ja widerlich. Okay. Dance Macabre. Die Tür ist zu. Und die Kiste können wir auch nicht rein. Hier unten sieht es so aus, als ob da ein Weg ist. Okay. Wir kriechen einfach mal durch dieses eklige... Das hier, eine Wand. Oh ne, kann ich unten nur noch mal hinklettern? Nee. Jetzt bin ich hier drin. Hier komme ich da auch nicht weiter, oder? Hm. Und hier kann ich auch nichts machen. Einen Bolzenschneider kann ich wahrscheinlich ja auch nicht benutzen. Unten weiter. Oh, Moment, hier ist ein Ziegel locker. Ja, Resident Evil 8 Demo, ne? Okay, wenn ich die Leiter erreiche, ist das noch nicht der Ausgang, wurde mir ja, glaube ich, gesagt. Aber wo befinden wir uns hier? Wir gehen einfach mal die Treppe nach oben, oder besser, beziehungsweise die Leiter hier nach oben. Okay, und ich soll dem Licht folgen. Und wo sind wir denn jetzt? In einem wunderschönen Anwesen, oder? Und ich kann ja aber auch nichts aufmachen. Das fühlt sich alles noch, ist alles noch ein bisschen ruppig hier, ne? Also die von der Steuerung her so. Die Tür ist zu. Und ich soll mich. Da war irgendjemand dort hinten. Wir sind in einem alten Herrenhaus, oder? Da unten ist eine Tür. Vielleicht muss ich ja dahin. Was kann das alles öffnen hier? Nee. Bild kann ich auch nicht betrachten. Also ich spiele Resident Evil dann wahrscheinlich doch lieber mit Tastatur und Maus, ne? Okay, untersuchen, Stück Papier, Bolzenschneider. Hm, da muss irgendwas hin. Die Frage ist natürlich, was muss da hin? Ich
Ich kann hier jetzt schon nach unten gehen. Ich glaube, das ist nicht so Sinn und Zweck der Sache, oder? Ich muss wahrscheinlich erstmal in die Tür reinkommen dort. Aber hier ist alles zu. Kannst du mir helfen? Hallo, wo bin ich denn hier? Hm. Nicht wirklich. Ach, hier geht's auch nicht weiter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt schon nach unten muss. Aber wenn die Tür zu ist, komme ich da ja nicht weiter rein. Habe ich irgendwie was wie ein Menü? Ich kann neu starten. Pause machen? Nee. Okay. Also, hier fehlt irgendwas. Wahrscheinlich ein Auge, so wie das aussieht. Dass ich da reinsetzen muss, damit ich hier nach... damit ich durch die Tür komme. Okay, was sind das für... Ja. Weibliche Stimmen. Das ist auch irgendwas. Das ist die gleiche Kleidung wie die, die ich anhabe. Aha. Untersuchen. Bestanden. Irina, Michaela, Luis. Abgelehnt. Dondora, Greta, Nadine, Camilla, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefan, Gabriela. Aha. Aber lass mich da einfach hier raus, oder? Oh mein Gott. Hier ist noch alles... Oh, das... Draußen ist Winter. Komme ich hier jetzt einfach so... raus? Ne, hier brauche ich einen Schlüssel wahrscheinlich. Aber ich muss... erstmal dort oben rein. Ich habe auch keine Taschenlampe oder irgend sowas, ne? Untersuchen... Oh, was haben wir denn da? Hm, da war irgendwas... Da war irgendwas drin. Ring mit rotem Auge. Jetzt habe ich nur ein rotes Auge. Okay. Das rote Auge passt wahrscheinlich. Ah, ich kann noch rennen. Okay, gut. Ich kann auch rennen. Hallo, wer bist du denn? Oh mein Gott. Lass mich mal ganz schnell hier rein. Entriegelt. Öffnen. Hofschlüssel. Okay. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrius reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alkina Dimitriku benutzt die lange gehegte, wenn auch eigentümliche Methode der Weinherstellung, ihren Wein ein besonders reiches Bouquet zu verleihen. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguius Virginius, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Okay. Soll ich jetzt den Wein finden? Ich habe aber zumindest den Hofschlüssel gekriegt. Das heißt, ich könnte jetzt das hier alles schon verlassen, wenn ich nicht von der Dame, die dort draußen ist, gefunden werde. Wie, was ist das denn hier? Okay. Hier dahinter ist nichts. Soll ich jetzt riskieren, nach draußen zu kommen? Also die Dame da ist weg. Rennt die vielleicht hier unten rum? Nee. Was? Die beobachtet mich, hat sie gesagt. Da komme ich nicht raus. Wo war denn jetzt die Küche?
Damit ich auf den... Okay, ich glaube, hier war die Küche auch nicht. Nee. Die war hier hinten. Was? Oh, shit. Hallo. Lass mich raus. Ich will hier raus. Oh Gott, oh Gott. Komm schon. Ja, hier hinten war, glaube ich, die Tür, ne? Untersuchen und, Hochschlüssel benutzen. Jetzt lass mich hier raus. Ach du Scheiße. Okay. So we finally meet. Vielen Dank, dass Sie die Demo gespielt haben. Resident Evil Village vorbestellen. Drücken Sie Dreieck, um zum PlayStation Store zu wechseln. Nein. Ich spiele es lieber auf dem PC. Okay, ja. Das war die Demo von Resident Evil 8 Village. Eine ziemlich kurze Demo, muss ich sagen. Man hätte sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr überall umschauen können. Also ich habe sie jetzt zum ersten Mal gespielt. Ich habe es auch nicht angespielt, um irgendwas zu testen oder so. Aber ich muss schon sagen, ist cool. Aber hätte vielleicht ein bisschen länger gehen sollen. Und wir haben schon gesehen, wir bekommen es wahrscheinlich mit Vampiren und Werwölfen zu tun in dem Spiel. Also in Resident Evil 8. Vielleicht sollte ich auch Resident Evil 7 vorher spielen. Na mal sehen. Wir kriegen das schon irgendwie hin, denke ich mal. Auf jeden Fall war das die Demo von Resident Evil 8. Oder die Maiden-Demo. Das heißt, Maiden heißt, glaube ich, Maiden ist Zimmermädchen, wenn mich nicht alles täuscht oder so, ne? Aber okay, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.